Du warst bereits als Kind von Traktoren begeistert und würdest gern dazu beitragen, dass sie einwandfrei funktionieren? Dann bist du hier genau an der richtigen Stelle. Das Aufgabengebiet von Land- und Baumaschinenmechatronikerin umfasst die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, die in der Land- und Bauwirtschaft eingesetzt werden. Sie untersuchen Fahrzeuge auf sichtbare Schäden und führen das je nach Hersteller vorgesehene Inspektionsprogramm durch. Wenn dabei Störungen und Schäden festgestellt werden, werden diese beseitigt und defekte Teile instand gesetzt oder ausgetauscht. Abschließend dokumentieren Land- und Baumaschinenmechatronikerinnen ihre Arbeitsergebnisse und prüfen und dokumentieren diese. Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 870 Euro, im zweiten Jahr 1050 Euro, im dritten Jahr 1200 Euro und im vierten Jahr 1380 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, dass du werktags arbeitest und vor allem bei Herstellern von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt wirst. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären Meisterin, Fachwirtin oder auch die Betriebsführung. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Diese Ausbildung verläuft dual. Du verbringst deine Zeit also nicht nur im Ausbildungsbetrieb, sondern auch in der Berufsschule, wo du dich mit den theoretischen Hintergründen deiner praktischen Arbeit beschäftigst. Die Wartung und Inspektion von Fahrzeugen und Systemen nach Vorgaben und deren Montage und Demontage und Austausch sind Themen im ersten Jahr. Im zweiten Jahr stehen die Herstellung von Bauteilen für Maschinen, Geräte und Anlagen ebenso auf dem Lehrplan wie die Instandhaltung von Verbrennungsmotoren. In der zweiten Ausbildungshälfte setzt du dich in der Schule mit Kraftübertragungssystemen, Fahrwerken und den verschiedenen Geräten und Anlagen der Land- und Baumaschinentechnik sowie der Forst-, Garten- und Kommunikationstechnik auseinander. Parallel zu diesen Themen vermitteln dir deine AusbilderInnen im Betrieb viel praktisches Können, das du für dein späteres Berufsleben brauchst. Du lernst, deine Arbeitsschritte und Abläufe zu planen und den Zeitbedarf zu ermitteln. Auch wie du deinen Arbeitsplatz vorbereitest und Prüfverfahren und Mittel anforderungsbezogen anwendest, wird dir beigebracht. Außerdem zeigen dir deine AusbilderInnen, wie du technische Zeichnungen auswertest und anwendest und wie du selbst Skizzen anfertigst. In der zweiten Ausbildungshälfte stehen im Betrieb Themen wie das Lesen und Anwenden von Typenschildern und Kennzeichnungen und die Kommunikation mit LieferantInnen und deiner Kundschaft auf dem Programm. Deine Abschlussprüfung besteht aus zwei Teilen, von denen der erste vor Ende deines zweiten Jahres stattfindet, während du den zweiten am Ende der Ausbildung absolvierst. Beide Teile bestehen aus Arbeitsaufträgen, einem Fachgespräch und schriftlichen Aufgaben. Abgesehen von deinen Prüfungen ist auch das Berichtsheft, das du während deiner gesamten Ausbildungszeit führst, für das Abschließen deiner Ausbildung relevant. Um diese Ausbildung angehen zu können, benötigst du einen Realschulabschluss. Wenn du schon immer ein Dorfkind warst und dich für Kettensägen, Traktoren und Co. interessiert hast, ist das eine gute Voraussetzung für diesen Beruf. Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick sind natürlich auch von Vorteil, damit du deine Arbeit richtig leisten kannst. Ebenso sollte dich körperlich anstrengende Arbeit nicht abschrecken. Und du solltest es lieben, dir nach einem harten Arbeitstag den Schmutz vom Körper zu waschen. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.